Wollt ihr, dass ich Rocket League bringe? Oder würdet ihr auch ein paar andere Spiele überhaupt akzeptieren? Ich weiß nicht, inwiefern ihr da offen für anderes seid. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump League. Genau, wir spielen heute eine Runde Jump League. Ich habe das Ganze noch nie auf meinem Kanal gebracht. Ich habe das zwar schon öfters mal gespielt, aber ich habe es noch nie auf meinem Kanal gebracht. Was ich erstmal sagen möchte, bitte hate mich nicht für meinen Sprungskill. Ja, ich habe kaum Skill, was das betrifft. Also ich bin echt scheiße eigentlich, aber ja, das muss uns doch nicht irgendwie peinlich sein, oder? Ich meine, gut, ich bin jetzt vielleicht nicht so der geübte Jump'n'Runner, aber ich meine, Leute, es kann ja nicht immer jeder so gut sein. So, okay, hier rüber. Das ist jetzt hier noch ein Easy Part. Den haben wir jetzt auch gleich geschafft. Nice, noch sind wir Erster, das ändert sich dann, sobald ein Part kommt, der vielleicht ein bisschen aufwendiger und schwieriger ist, ne? Ich produziere heute ein bisschen vor, denn, und lass mich mal überlegen, denn morgen, glaube ich, habe ich keine Zeit, ein Video zu machen, deswegen kommt das Video morgen. So, zweiter Part haben wir auch geschafft. Zack, 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 zack. Was? Was hat das denn jetzt hier für ein Part? Was? Da vorne kommt man an, läuft man hier drüber und man hat den Part geschafft. Okay, nice. Wir sind schon bei Part 4. Okay, zack. Ich möchte nämlich öfters jetzt so ein paar verschiedene Spielmodis bringen und auch mal andere Spiele, wie zum Beispiel Rocket League. Deswegen wird Rocket League super. Deswegen wird Rocket League auch auf jeden Fall im Titel stehen, weil ich von euch wissen möchte, und das kommt jetzt wahrscheinlich vor das Pre-Intro. Wollt ihr, dass ich Rocket League bringe? Oder würdet ihr auch ein paar andere Spiele überhaupt akzeptieren? Ich weiß nicht, inwiefern ihr da offen für anderes seid, aber ich zum Beispiel möchte nicht immer nur Minecraft bringen. Also ich bin zwar ein Minecraft-Channel, ja, aber ich möchte nicht nur Minecraft bringen, weil... Oh, ich hab's... Oh mein Gott, ich hab's aber noch geschafft. Puh, Leute, das war Skill jetzt, ja? Rüberhüpfen, weiterlaufen, so tun, als wäre nichts gewesen. So, jetzt mal ein bisschen chillen hier. So, Thomas, beruhig dich wieder, es ist alles in Ordnung, ja? Aber die normalen Parts sind echt hart geworden. Ich kenne auch viele Leute, die sehr oft Jump Lead spielen und sagen, yo, du, oh, ich hab meine, oh, so, okay. Ja gut, ich dachte mir gerade so, yo, Thomas, schmeiß deine Hose weg, hast ja sonst keine, aber egal. Okay, natürlich. So, jetzt jumpen wir durch. Okay, den Part, den habe ich auch geschafft, ja. Und zwar war das in einem Livestream und ich dachte mir so, ja, schwerster Part ever. Aber der Part ist gar nicht so schwer. Und zwar, man muss hier eigentlich, glaube ich, nur durchhüpfen. Ich werde das auf jeden Fall auch ein bisschen schneiden, dass ich nicht immer nur die ganze Zeit so gerade aushüpfe. Weil ich generell, ich merke, ich möchte mehr Zeit in meine Videos stecken. Ich meine, Let's Play ist schnell aufgenommen, Leute. Ein Let's Play ist wirklich schnell aufgenommen. Das, was dann lange dauert, ist die Bearbeitung, wenn man sich Mühe gibt. So. Zack. Okay. Zack. Moment, Leute. Und zack. Das Modul haben wir geschafft. Bei dem Modul hier, das hatte ich noch nie, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Okay, Thomas, chill doch jetzt mal deine Base hier. Zack, okay, hier rüber. Ich bin froh, dass die Leute gerade noch nicht so weit sind wie ich, weil das stresst mich immer total, wenn die so weit sind. Zack. Oh Mann, ich hasse so Leitersprünge, die so weit dann voneinander entfernt sind, weil an sich finde ich Leitersprünge ja echt ganz cool. Ach, Mist. Mehr Zeit reinstecken, weil ich einfach finde, dass man als YouTuber doch so viele Möglichkeiten hat, seine Videos individuell zu gestalten. Man muss keiner Norm entsprechen oder sonst was und deswegen möchte ich einfach mehr dafür tun. Und es ist auch gerade jemand beim gleichen Part wie ich und ich werde da nicht weiterkommen, Leute. Ich werde es nicht schaffen. Was ist los heute bei mir?
Moment, den Sprung hier. Wo muss ich denn da hin? Okay, nice. Und jetzt darüber. Oh mein Gott, ich hasse solche Sprünge. Oder im Moment kann ich auch so. Ja, so, es müsste auch so gehen. Okay, Leute, das haben wir. Gleich mal ein bisschen weiter hier. Zack. Ich gehe lieber wieder hier. Die Ecken hier, die kann man nämlich, glaube ich, ganz gut überspringen. Okay, nice. Dann mal hier runter. Nice, okay. Leute, da vorne ist der Checkpoint. Da vorne ist der Checkpoint. So, dann springen wir wieder hier weg, ne? Weil hier könnten wir es packen. Obwohl, Kacke, jetzt ist hier auch so eins hier unten, ne? Das heißt, wenn wir da jetzt rüberspringen, Leute, dann bedeutet es, entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Aber wir haben es geschafft. Nice. Und dann sind wir schon wieder bei einem Modul weiter. So. Oh, was mir aufgefallen ist, ich habe bei dem Modul gar keine Kiste geöffnet. Die Kiste wäre hier gewesen. So eine Scheiße. Ich habe die Kiste jetzt komplett übersehen. Ja, super. Das werde ich auf jeden Fall nicht schaffen, das Modul hier. Und jetzt habe ich die Kiste übersehen. Thomas, das Brain hat wieder zugeschlagen. So. Okay, wie komme ich denn da jetzt rüber? Ach so, hier, okay. Oder? Ja. Nein. Nein, hier muss ich nicht hin. Ich habe das noch nie gespielt, das Modul, weil ich war noch nie Erster in diesem Spiel. Noch nie. Ich schätze mal einfach hier rüber und dann hierhin. Ja, okay. Da halt, dass wir keinen Bogen haben, aber wir versuchen die Leute alle zu wrecken. Und dann klauen wir deren Sachen. So, Moment. Oh mein Gott. Mann! Normalerweise geht das immer, wenn man macht. So. Gehen wir mal hier rüber jetzt. Zack, 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 zack. Oh, schade. Oh, da ist einer schon ziemlich weit. Und zwar der AnyFunGamer. Der ist auch hier bei dem Part. Der hat das auch geschafft, das Jump'n'Run. Oh, nee. Das ist echt. Modul 8 ist richtig kacke. Also, ohne Witz, Leute. Manchmal hat man so einen Modullauf. Da sind alle, auch die schweren Module, eigentlich recht leicht zu betätigen. Aber. Heute sieht es wohl so aus, als hätten die keinen Bock auf uns. So, aber ich bin wenigstens Erster der Jump'n'Runs. Jo, 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 jo. So. Okay, da vorne ist schon jemand hier. Okay, den haben wir. Wir bekommen die Regeneration. Das ist nice. Gehen wir hier gleich mal rüber und töten mal ein paar, würde ich sagen. Oh, der hat besseres Equip, aber wir haben noch ein bisschen Regeneration. Okay, nice, den haben wir auch noch. Okay, aber wir sind leider gestorben, weil der Typ uns getötet hat. So, ich versuche den hier irgendwie zu töten. Okay, nice, den haben wir auch. So, wir haben gerade ein paar Leute abgeschnetzelt. Das ist schon sehr gut. Okay, die haben nämlich alle zum Glück nicht so gutes Equipment, weil alle nicht weitergekommen sind als das, was. Okay, den haben wir. Oh, scheiße, jetzt hat der uns auch noch gekillt. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Weil, Leute, wir haben jetzt noch ein Herz. Das heißt, wir müssen jetzt echt ein bisschen defensiver spielen. Sorry fürs Abstauben, by the way. Zack. Wir müssen uns jetzt echt ein bisschen zurückhalten hier. Ich möchte nämlich auf keinen Fall jetzt sterben. Scheiße, wir hätten echt die eine Kiste da looten müssen von dem Typen. Aber es wäre sich einfach nicht ausgegangen, weil der Typ hat uns dann leider getötet. AnyFunGamer hat noch zwei Leben. Wir haben ja auch einen Kompass. Lecker, ein Keks. Also, dieses Keks. Dies schmeckte so deliziös. Wie eine nackte Brust. Schmeckte so deliziös. Wie eine nackte Brust. So. So, den haben wir. Dann snack ich mir hier noch was raus. Oh, das geht nicht. You cannot take more items out of this chest. Okay. So, einer hat noch zwei Leben. Und ich habe noch ein Leben. Okay. Hoffentlich sieht er uns nicht. Hoffentlich.
Oh, dem haben wir jetzt eine schöne Combo gegeben. Okay, er hat noch ein Leben. Das heißt, wenn wir ihm das nächste Mal auch nochmal so eine Combo geben, dann haben wir vielleicht noch eine ganz Chance, die vielleicht ganz in Ordnung ist. So. Du kommst jetzt erstmal hierher. Ich möchte dich nämlich töten. Komm. Komm her. Ich möchte dich killen. Nein, er müsste doch normalerweise sofort down sein, wenn ich ihn jetzt noch einmal treffe. Komm her, bitte, bitte. Ich möchte doch nur ein bisschen kuscheln und sage ihm, dass ich dich liebe. Finn. Ich muss, wenn ich mit der Angel was drauf hätte, ja, Leute, dann könnte ich ihn sogar noch töten. Aber mit der Angel habe ich halt nichts drauf. Das ist halt mein Problem. Halt nichts mit der Angel, ne? Okay, den haben wir. So, jetzt haben wir Regeneration. Ich bin gerade echt ein bisschen nervös, weil ich möchte das ehrlich gesagt schon ganz gerne schaffen. Jetzt habe ich mir hier nur Scheiße rausgenommen, die ich eigentlich gar nicht brauche, ne? Der Bogen wäre halt nice gewesen. Oh Mann, jetzt habe ich mir den Bogen nicht rausgenommen. So, wir sind aber auf jeden Fall im Equip-Vorteil. Das heißt, sollten wir jetzt eigentlich schaffen, es sei denn, er rennt die ganze Zeit weg, die ganze Zeit versucht zu entfliehen. So, zack. Okay, hier oben. Zack. GG! War eine schöne Runde. Wir waren am weitesten vorne bei den Jump'n'Runs und haben es auch hier für uns entschieden. Ich glaube, unser Steinschwert hat uns da sehr gut geholfen mit dem coolen Texture Pack hier. Wir haben sehr viele Leute getötet und ich dachte echt noch, es wird mega knapp. War eine mega für mich eine Runde, wo ich echt. Ohne Witz, ich glaube, ich hatte noch nie so eine Aufregung in Jump Leech. Mein Herz, Jump League. Ich sag immer Leech. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, mein Herz klopft gerade richtig stark. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde mich eine positive Bewertung natürlich sehr freuen. Ihr könnt mir natürlich auch noch in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Jump League wollt und was ihr so von anderen Spielen haltet, wenn ich die mal spiele, zum Beispiel Rocket League oder sowas. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, Leute, macht's gut, haut rein und ciao.